Servus die Malen und grüß euch die Buben. Tja, wie ihr hinter mir erkennen könnt, befinde ich mich mal wieder an der Donau. Ich habe wieder mal schweres Gepäck dabei und ich habe einen Overnight davor und es ist aber schon 8:45. Das hat sich jetzt nur kurzzeitig ergeben, dass ich wegkomme. Und ja, den Rucksack schnell gepackt und jetzt geht's einfach los. Ich werde mal auf meinen Platzl schauen, ob ich da überhaupt hinkomme, denn wir haben etwas Hochwasser und wenn nicht, suche ich mir hier vorne ein Plätzchen, aber schauen wir mal. Ja, so wie es ausschaut, dürfte ich Glück haben, zu viel. So hoch ist das Wasser auch nicht, also auf zum Plätzchen, Leute. Ja, wie man sieht, ist hier auch alles schön verwachsen. Ja, da schaue ich einmal nach hinten. Vielleicht lege ich mich heute mal da hinten. Schauen wir mal, wie es ausschaut. Ja, das schaut ganz gut aus. Ja, da werde ich bleiben. Ja, da werde ich mich hierher platzieren. Denn ich habe heute mal was zum Testen dabei, einen Biwaksack. Nämlich den Gearptop Biwi. Ja. Ja, ich baue mal auf. Wir haben inzwischen schon 9 Uhr. Die Sonne ist weg. Und das bisschen Restlicht brauche ich jetzt noch zum Aufbauen. Ja, bis gleich. Jo Freunde, wir haben jetzt 21.50 Uhr. Habe jetzt ganz schön lange gebraucht. Klar, im Finstern geht es nicht so einfach, aber mein Biwi steht. Und was natürlich der immense Vorteil von dem Teil ist, man kann ihn quasi ein Drittel oder fast die Hälfte nur mit Moskitonetz schließen. Und oben kann man offen lassen. Ja, das wird heute einmal mein Test werden. So, aber jetzt brauche ich trotz allem einmal ein Käfchen, weil es ist immer noch extrem heiß. Ich habe zwar einen Schlafsack mit, ich zeige euch gleich einmal das Innenleben, aber ich glaube, den brauche ich heute bei Gott nicht. Ja, ich werde mich auch beeilen, weil sonst habe ich die ganzen Moskitos drinnen. Also, ich habe auch noch ein extra Belüftungssystem gebastelt, aber das zeige ich euch vielleicht noch später. Da treibt ja die Donau einen Schlauch oder Ruderboot hinunter. Ja Freunde, heute mal wieder die Brennpaste dabei und das Topfkreuz von Bernd vom Kanal Wandern und Outdoor. Ja, und jetzt machen wir sicher mal ein Käfchen, würde ich sagen. Ja, Freunde, das war heute eine spontane Aktion wieder. Ich hatte eigentlich Nachmittagsbesuch und wusste eigentlich nicht, wann die gehen. Habe sicher jetzt aber alles daheim schon hergerichtet gehabt. Ja, und als die gegangen sind, hat mich eigentlich nichts mehr aufgehalten. Ich bin auch heute extrem müde. Ich bin schon seit 5 in der Früh runter. Ja, habe überlegt, was zum Essen machen, aber es ist so extrem warm, dass ich gar keinen Hunger habe. Ja, Prost. Jawohl, fertig. Jo, Freunde, mein Käfchen ist soweit. Ich glaube, die Gelsen lassen auch schon nach. Jo Freunde, wieder mal der Gruß an meine Krankensessel und dann an den Rest. Prost Freunde. Naja, das ist gleich wieder mal was anderes. Nicht so ein Geschloder wie das Fixfertige. Ja, ich glaube die Bialetti wird wieder öfters mitfahren.
Ich glaube, den Schlafsack habe ich heute unnötig dabei. Das war ein Geschenk von Bastian vom Shop Military Basic. Danke Bastian noch einmal dafür. Das ist der niederländische Tropenschlafsack. Und ja, ich glaube, auf den kann ich mich heute drauflegen, aber reinlegen werde ich mir den nicht müssen. Ja, bin aber trotzdem gespannt, da ich ja heute eigentlich drei neue Teile probiere. Eben den Schlafsack, den holländischen Tropenschlafsack, das Geartop Bivy, auf das bin ich auch gespannt. Und dann habe ich mir für das Geartop extra noch eine externe Lüftung gebastelt. Die zeige ich euch vielleicht dann noch in der Früh oder vielleicht dann später am Abend, wenn ich dann drin liege. Das wird zwar jetzt nicht viel helfen, denn das ist eher gedacht für die kühleren Monate, wenn der Biwaksack komplett geschlossen ist, also nicht nur das Moskitonetz, sondern auch der Rest dann dadurch, dass der nicht eigentlich atmungsaktiv ist, sondern wie eine Regenhaut, eine Gummihaut. Aber er vorne und hinten Öffnungen hat, erwarte ich mir doch einiges davon. Ja, aber jetzt werden wir mal weiter genießen. Ja, hier habe ich mein Tarp aufgelegt, habe den Rucksack und alles drunter gegeben, falls es doch in der Nacht regnen sollte. Und hier mal ein Blick von hinten rein durch das Gelsengitter. Ja, das ist gar nicht so kalt. Ja, es wird auch hier schon langsam wieder feucht. Klar, es zieht natürlich nicht mein Wasser an. Ja, ich liebe das Plätzchen einfach. Jetzt ist wieder schön alles verwuchert. Das ist noch viel schöner. Das gefällt mir noch viel besser. Ja. Ja, ein paar Gelsen schwirren noch herum. Aber die werden auch bald schlafen gehen. Ja. Ich werde noch ein bisschen das Licht abdrehen und die Kamera und werde noch ein bisschen genießen, Freunde. Bis später. Ja, dann schauen wir uns der Welt das neue Video von Mike an. Danke, danke, danke. Eines der Hauptgründe, warum ich meistens MP3 oder Radio höre. Ja, so kann man sich auch die Zeit vertreiben. Ja, Freunde, wir haben jetzt 23.20 Uhr und ich schmeiß mich jetzt in die Koje. Da werde ich aber das Licht abschalten vorher, damit ich kein Ungeziefer mit hineinziehe. Ich melde mich dann drinnen noch einmal. Ja, Freunde, ich liege jetzt gemütlich herinnen. Ja, ich denke, mein zusätzliches Belüftungssystem zeige ich euch morgen. Es ist bereits kurz vor 11:15 und ich bin eigentlich hundemüde und jetzt will ich das eigentlich einmal genießen, die Nacht herinnen. In dem Sinn wünsche ich allen eine gute Nacht und man sieht sich dann morgen. Guten Morgen, Freunde. Ja. Eine herrliche Nacht.
Horizont geht eben die Sonne auf. Das werde ich sowieso gleich wieder filmen. Ja, es ist jetzt 5:45. Ja, es wird Zeit, dass wir aufstehen und ein Käffchen trinken und frühstücken. Aber vorher zeige ich euch noch schnell meine externe Belüftung. Ja, das ist das gute Stück. Ein PC-Lüfter, den ich vor meine Öffnung gestellt habe. Den habe ich auf mein Dreibein montiert. Und zwar verwende ich einen, der geht über USB. Ich habe da so eine kleine 2600 mAh Powerbank, damit rennt das Teil 9 Stunden, habe ich getestet. Und den kann man stufenlos regeln. Ja, das ist jetzt der mit 80 mm. Ich wollte den jetzt einmal testen. Ich habe denselben noch einmal zu Hause mit 120 mm. Der hat dann dementsprechend auch mehr Power. Ist auch relativ leise. Den hört man auch nicht. Ja, und somit hoffe ich eigentlich, dass ich hier eine gute Belüftung hereinbekomme. Ja, Freunde, ich werde hier zwischen zwei Bäumen einmal eine Schnur spannen und meine Sachen zum Trocknen aufhängen und zum Auslüften. Ja, und wer meine Videos verfolgt, weiß, dass ich sehr gerne den Ballstick verwende, um was am Baum anzubinden. Das ist ein leichter Brechknoten, der wieder sehr gut aufgeht, aber da gibt es diesen Kalmückknoten, nennt sich der. Der fängt eigentlich genauso an wie der Ballstick. Und stattdessen, dass wir hier wieder mit dem ganzen Ende durchgehen, machen wir nur eine kleine Schlaufe und gehen mit der Schlaufe durch und ziehen das fest. Und somit kann ich den jederzeit einfach lösen. Wir machen eine Schlaufe, fahren wir durch. Und stattdessen, dass wir mit dem offenen Ende durchgehen, machen wir nochmals eine Schlaufe und fahren durch diese Schlaufe durch und ziehen fest und das hält bombig. Ja, hier noch einmal mein Geartop Biwi. Ja, war eine angenehme Nacht. Mit dem Moskitonetz ist das echt super. Mit den beiden Öffnungen vorne und hinten ist das traumhaft. Ja, wie erwähnt, die beiden Belüftungen sind wirklich sehr optimal bei dem Teil und sehr brauchbar. Und eben der immense Vorteil, dass ich nur das Mückennetz schließen kann und nicht komplett zumachen muss. Ja, hier daneben steht jetzt meine externe Belüftung noch einmal, die zeige ich euch jetzt nochmals. Ja, ich habe mir den Lüfter bestellt, der hat circa gutes 2 Meter Kabel dabei mit USB-Anschluss, eben für eine Powerbank. Wie gesagt, die 2600 mAh läuft mit den 80 mm Lüfter 9 Stunden. Ja, kann man hier noch zusätzlich regeln, die Geschwindigkeiten. Und kann hier zusätzlich noch einmal USB anstecken und etwas noch zusätzlich laden. Ja, was gibt es dazu noch zu sagen? Da ich natürlich auf die Höhe kommen wollte von dem Einlassgitter oder Auslassgitter oder Lüftungsgitter, habe ich mir das Ganze auf mein Dreibein montiert, damit ich auf die Höhe komme. Und dazu habe ich ganz einfach eine Handyhalterung verwendet. Diese
klappbaren Dinger, die man aufziehen kann mittels Federzug. Und der ist hier unten. Das hat sich als sehr optimal erwiesen und hält auch gut. Ich kann auch den Winkel verstellen, ob ich mich jetzt anblasen lassen will oder einen Luftstrom über mich hinweg blasen will. Ja, wie gesagt, ich habe noch einen zweiten zu Hause mit 120 mm. Den konnte ich nicht mitnehmen, da ich noch etwas herumgebastelt habe, dass der auch auf meine Aufnahme von Stativ passt. Aber das zeige ich euch vielleicht jetzt noch in ein paar Bildern. So, aber jetzt genug zu den ganzen und jetzt gibt es einmal Käfchen und Frühstück. Ja, und zu meinem Käfchen gibt es heute ein paar Kekse dazu. Also nichts Überragendes, aber das ist okay. Ja, jetzt mit den Verwachsenen hier wieder ist das wieder sehr schön. Ja, die Gelsen sind jetzt auch wieder weg, denen ist es anscheinend auch schon zu heiß. Ja, ist schon okay so. Jawohl, fertig. Ja, Freunde, in dem Sinn wünsche ich noch einmal allen einen schönen guten Morgen. Ja. Ja, die Temperaturen sind jetzt schon wieder extrem warm. Ja, das Bibi hat mich sehr überzeugt, also als Gelsenschutz jetzt um diese Zeit optimal, dadurch, dass es nicht auf meinem Körper anliegt. Auch keine Platzangst. Ich hatte schon mal eines hier, das hat mir der Bastian geborgt, sein DEFCON 5. Ja, ich hatte noch nicht einmal die Reißverschluss geschlossen und hatte schon Platzangst. Aber hier mit den Gelsengitter, das ist irgendwie ja, anders, besser. Aufhängen. Ich habe noch eine Unterlegsmatte darunter gehabt, sicherheitshalber. Ja, Freunde, eine schöne Nacht ist wieder vorbei. Wir haben bereits 7:45. Und bevor es jetzt noch heißer wird, gehe ich ab nach Hause und schmeiße mich daheim in meinen Pool. Ja, schaut wieder alles picobello aus, das Gras stellt sich sowieso wieder auf. Und in dem Sinn, gehen wir mal. Ja, Freunde, ich werde mich gleich hier bei der schönen Kulisse von euch verabschieden. Sag wieder danke, dass ihr so zahlreich dabei wart. Wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und Servus die Malen und pfiat euch die Burm.